Hi Leute und willkommen zurück zu Super Mario Sunshine aus der Super Mario 3D All-Stars Collection. Wir sind hier wieder in irgendeinem neuen Level angekommen und müssen irgendwie dafür sorgen, die Sauerei da oben zu beenden. Ich weiß noch nicht so ganz wie, aber wir gehen einfach mal auf direktem Weg gucken. Aua, ich verliere hier Lebensenergie im Wasser. Ich dachte, ich könnte hier tauchen. Aber es kann natürlich sein, dass das Wasser jetzt auch verunreinigt ist durch diesen Müll hier. Und dass man hier erst tauchen kann, wenn man die erste Aufgabe erledigt hat. Nee, also so kommt man hier nicht hoch. Wie dann? Über diese Treppe? Naja, man kommt zumindest schon mal höher als direkt da an der Wand. Ja, der Pfeil hier zeigt auch nach oben, das lässt doch schon hoffen. Ach so. Nein! Oh, falsche Düse. So läuft's auch mit dem Nachbarn. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, was sagt uns dieses Gekritzel hier? Dieses Gekritzel sagt uns nur, wir konnten ein Loch in die Wand drücken. Muss ich eigentlich dieses Geschmiere hier auch wegmachen? Oh, ja, vielleicht hilft das. Vielleicht wäre das auch die Lösung für dieses Problem hier gewesen. Mal gucken, ob da auch noch was passiert, wenn man es vollständig entfernt. Oh, tatsächlich. Das wäre eine andere Lösungsmöglichkeit gewesen. Ah, nee, hä? Nee, das macht mir hier nur eine kleine Brücke. Aber draufgekommen wäre ich trotzdem, glaube ich, nicht. Weil die auch relativ hoch ist. Juhu! Oh ne. So, hier bringt das Reinigen aber nichts soweit. Es gibt, glaube ich, einfach mehrere Wege hier hoch. Kann das sein? So, man kann diesen Weg hier nehmen. Wobei es auch aussieht, als wenn er jetzt langsam schwierig wird. Es führt mich weiter weg, aber es führt mich nach oben. Aber mein Wasser ist auch bald leer. Das macht mir eigentlich am meisten Sorgen. Aber auch hier kommt man definitiv nach oben. Also es gibt anscheinend relativ viele Wege hierauf. Aber ich hätte irgendwie wassersparsamer sein müssen. Aber man kann es ja auch nirgendwo so richtig nachfüllen, ne? Aber ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt einen Weg nehme, wo ich vermehrt Wasser brauche, aber ich brauche hier überall Wasser, dann wird es hier lang... Obwohl, man könnte... Ach, die Viecher droppen Wasser. Wenn man wenig Wasser hat und auf diese Viecher springt, dann droppen die öfters mal Wasser. Genau. Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir doch diesen Weg hier. Der war mir jetzt auch gerade irgendwie von allen Wegen am sympathischsten. Aber ich habe irgendwie noch Modder an mir dran. Den wollen wir auch erstmal loswerden. Obwohl der einen relativ weit wegführt. Aber irgendwofür muss es ja gut sein. Warum ist der denn so klein geworden? Der war doch vorhin nicht so klein, oder? Jetzt komme ich auch gar nicht mehr drauf. Jetzt will er nicht mehr. Ey, kann nicht wahr sein. Warum will das jetzt nicht mehr? Dann müssen wir doch irgendwie einen anderen Weg nehmen. Och Mann, ich wollte doch draufspringen. Aber ich bin anscheinend gerade zu doof zum Draufspringen. So, Wasser.
Aber ich hätte auch gerne mal ein Münzchen, aber Münzchen wollen die anscheinend nicht. So, dann nehmen wir den Wasseraufzug. Aber so richtig viele hat der mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht gebracht. Was ist das? Aber immerhin sind meine Wasservorräte wieder voll. Aber irgendwie mutet das gerade ein bisschen seltsam an. Jetzt geht gerade irgendwie gar nichts. Okay. So. Das gibt nichts mehr, Leute. Ich sehe es, ich weiß es jetzt schon. So, ich habe mal wieder eine Münze eingesammelt. Jetzt sehe ich auch nichts mehr. So, bringt es mir was, dieses Ding da wegzumachen, wenn ich mich mal in die richtige Richtung drehen würde? Noch eine Münze. Ah ne, falsche Richtung. So, es bringt mir insofern was, als dass ich jetzt wahrscheinlich über diese Methode hier raufkomme. Ja. Es ist nur die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Wir gehen erstmal hier hin. Hier scheint es mir sicher zu sein. Ui. So, jetzt sind wir eigentlich auch fast da, glaube ich, ne? Aber jetzt ist auch wieder hier ein großes Ding. Warum werden die kleiner im Laufe der Zeit? Das sind übrigens Wasserbewohner, habe ich mal gelesen. Das wusste ich gar nicht. Also die Dicken sind die Inselbewohner und das sind die Wasserbewohner. Oh, bist du Mario? Der alte Mann dort unten ist mein Lehrer. Upsi, natürlich. Zum Korken ist es noch ein Stück. Gib Acht, auf dem Korken sitzt ein Verrückter. Er beschießt dich mit Farbgranaten, wenn du dich näherst. Ich dachte, ich helfe dir und besorge ein Trampolin. Zum Tragen kannst du es mit Wasser benetzen. Bitte nimm es. Ja, okay. Es wird also kleiner, wenn ich es mit Wasser beschieße. So, vielleicht hätte ich es vorhin nur mal in die Hand nehmen müssen und dann wäre es gegangen. Aber was bringt es mir? Ich kann es ja nicht weiter mit rübernehmen. Naja, vielleicht soll ich es auch einfach hier hinstellen und dann geht es hier aufwärts. So, soweit ist die Kanone aber mit dem Verrückten gar nicht mehr. Das ist doch auch schon wieder alles große Kacke hier. So. Wie genau stellt man sich das jetzt hier vor? Außer, dass ich gleich wieder komplett runtersegeln werde. So, doll. Jetzt habe ich diese explodierenden Dinger hier gleich. Yay. So, die Frage ist, können wir den irgendwie da raus spritzen? Kann man den irgendwie verarschen? Nicht so richtig, aber man kann dieses Gepiepse mal abstellen. Und mal hoffen, dass man hier nochmal eine Flasche kriegt. Also ich habe echt noch nicht so ganz raus, wie man mit diesen Maulwürfen umzugehen hat. Unten am Strand ging es ja noch. Da hatte der aber auch eine andere Position letztendlich gehabt. Da bin ich schneller da reingekommen, wenn er einmal offen war. Das bleibt mir hier, glaube ich, total verwehrt. Oder ich müsste mal mit dem Rückwärtssalto starten, dass ich direkt höher rankomme und mich schnell noch reinfallen lassen kann. Okay. Irgendwas hat gerade zumindest geklappt. Der ist nicht sofort wieder in der Versenke verschwunden hier, der olle Maulwurf.
Okay. Mal gucken, ob es nur wieder darum geht, schnell genug zu sein. Ey, ja, es war so klar, Leute. Okay, das... obwohl, hier kann ich jetzt wieder schwimmen. Nichtsdestotrotz, ich muss jetzt irgendwie erstmal wieder da hoch und ich glaube, den Weg erspare ich euch. Okay, hier sind wir wieder beim Maulwurf angekommen. Aber ich habe noch echt noch nicht so recht die Ahnung, was ich hier machen soll. Okay. Okay, Leute, wir sind wieder da und ich glaube, als ich jetzt gerade wieder hier runtergestürzt bin, habe ich schon gesehen, dass man hier irgendwie mit diesen Bomben noch was machen kann. Und man kann sie auch relativ hoch werfen. Ah, okay, so ist es gedacht. Ich habe mich schon gefragt, ob das letzte Mal auch irgendwie nur Zufall gewesen ist, dass ich in diesem Ding gelandet bin. Aber es geht nur darum, die Bomben hier anzuspritzen. Dann kann man sie nehmen. Das mit dem Anspritzen habe ich nämlich beim letzten Fehlversuch kurz gesehen gehabt. Und dann kann man sie auf ihn werfen und dann ist er auch in 0, nichts erledigt. Jetzt habe ich nur dummerweise meine Stoppuhr gerade resettet. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge jetzt letztendlich schon läuft. Aber jetzt haben wir endlich auch wieder klares Wasser hier in der Bucht, denke ich. Und damit sollten wir hier wahrscheinlich auch zukünftig wieder schwimmen können, gehe ich mal von aus. Yay, unser erster Stern in dem Level, wo ich gar nicht drauf geachtet habe, wie er heißt. Bravissimo. So, aber ich denke, wie der Level heißt, können wir uns jetzt nochmal angucken. Juhu. Ne, falsche Richtung. So. Baja Paradiso. Was heißt denn Baja? Bezwinger der Labyrinthruine. Der Bezwinger der Labyrinth... oh, ach so, ich sehe schon, da in der Wand scheint irgendwie eine Art Labyrinth drin zu sein. Zumindest sind da ziemlich viele Gucklöcher. Mario, danke für deine Hilfe. Das war in der Tat sensationell. Möchtest du mein neuer Lehrer sein? Ich denke, egal. Mein Opsi steht da vorne und möchte dir etwas sagen. Kann ich jetzt hier rein? Nee, ist immer noch... ich dachte, irgendwann wird das Wasser hier mal klar und man kann hier rein. Aber eventuell ist es auch gar nicht zum Tauchen gedacht. Das kann durchaus sein. Und es geht tatsächlich um diese Ruine hier. Vielleicht ist Baja, was auch immer, wie auch immer der Level hieß. Vielleicht ist das irgendwas Atlantis-mäßiges oder so. Ja, können wir mal bitte hier ins klare Wasser... das Ding ist reichlich außerhalb des klaren Wassers. Und deswegen kriegt man hier gut auf den Sack die ganze Zeit. So, kommen wir hier rüber. Ansonsten wird es wirklich eng werden. Jetzt muss ich mir erstmal ein paar Münzen hier holen. Damit ich wieder klarkomme. Aber hier liegen Gott sei Dank genug. Hoppla. Okay, es ist mehr ein vertikaler Level hier, wie man hier sieht. Eigentlich besteht dieser Level nur aus dieser Wand. Es gibt wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten und Pfade. Oh, hoppla! In diese Wand raufzukommen. Hier ist ein Sprungdingens. Das habe ich ja so gar nicht gesehen. Okay, und hier sind überall so Löcher in der Wand, die man anpieseln kann. Kann man den von... oh, guckt euch das mal an, was man da machen kann. Wie krass ist das denn? Hier konnte man auch nochmal ein ganzes Labyrinth quasi reindrücken. Und jetzt kann man hier hoch und sich irgendwann mal die blaue Münze da holen. Oh nein, ich habe aus Versehen, meine Düse umgestellt. Die war schon richtig. Hallo Opa, das war gute Arbeit, Meister Mario. Dank dir ist der Wasserfall wieder so wie früher. Bravo. Aber was ist das? Das Wasser ist immer noch... ach doch, man kann doch irgendwann tauchen. Das Wasser ist immer noch schmutzig, seltsam. Es scheint, als ob meine Theorie falsch war. Hust. Schon okay, ich denke, ich kenne den wirklichen Grund. Das scheint keine riesige Belohnung, aber ich verrate dir ein großes Geheimnis von Baja Paradiso. Die Wand ist ein Schweizer Käse, würde ich vermuten. Okay, mal gucken, wie ich da hinkomme. Diese Bucht ist die Grabstätte eines alten Paradiso-Königs.
benetze die Wandtafeln und es müsste sich ein Weg öffnen. Es ist wie Zauberei. Ein Weg führt zu einer Insignie der Sonne. Glaube mir, das stimmt wirklich. Ja, cool. Einen Teil davon haben wir ja gerade sogar schon entdeckt. Ich dachte eigentlich, wir müssten mehr hier entlang. Und da rein. Aber anscheinend ist dem nicht so richtig der Fall. Ich guck trotzdem mal, was hier so ist. Oh Gott. Hä? Irgendwie gar nichts. Nö, irgendwie gar nichts. Aber ich muss trotzdem sagen, ne? Verdammt abwechslungsreiche Level, verdammt viel zu tun, auch wieder super kreative Einfälle insgesamt. Ja, mit dieser Wand, durch die man sich jetzt hier irgendwie durchwursteln muss. Also es ist... Ich meine, es war auch nicht anders zu erwarten von einem Mario-Game. Oh, es ist wieder zugegangen. Es ist einfach auch ein Top-Game, ne? Zumindest, klar, man muss was für Plattformer, Jump'n'Runs übrig haben. Ansonsten hilft es natürlich irgendwie alles nicht. Aber innerhalb seines Genres ist doch Super Mario irgendwie immer noch der Standard, finde ich. Oder die Referenz, an der sich irgendwie alle anderen messen müssen, ne? So, jetzt hätte ich irgendwie gerne auch mal diese blaue Münze. Ich würde auch diesmal versuchen, nicht meine Düse nochmal zu verstellen. Wenn ich den Sprung wage. Genau so habe ich es mir ungefähr vorgestellt. Jetzt ist nur die Frage, wo geht's hier eigentlich weiter? Oh nein! Ich habe es irgendwie geahnt, dass das passieren würde. Und jetzt geht mir langsam das Wasser aus. Ich hätte nochmal irgendwie Wasser nachfüllen müssen. Ah, okay, man muss es aber prinzipiell eigentlich nur einmal so berühren mit dem Wasserstrahl und der Rest ergibt sich dann von alleine, glaube ich. Ach mal, ja, oder so. Von mir aus. Ah, aber er arbeitet sich, glaube ich, nach vorne. Ich hab's doch geahnt. Warum tut er das? So, kommen wir jetzt mal hier rauf. Bringt uns das irgendwas? Ich weiß es nicht. Naja, prinzipiell sind wir jetzt ganz oben. Und hier ist ein Pfeil nach unten. Und da sind auch noch blaue Münzen drin und keine Ahnung, was alles. Und ich habe vor allen Dingen kein Wasser mehr. Da sind aber Tintenfische. Könnt ihr mir zu Wasser verhelfen? Beziehungsweise Mini-Bloopers. Naja, erstmal verhelfen sie mir zu Münzen. Bringt mich leider nicht voran. Jetzt bin ich aber endgültig. Jetzt sitze ich endgültig auf dem Trockenen. Ich fürchte, das wird mir noch zum Verhängnis werden. Oh Gott. Sag mal. Ach so, man sieht jetzt den Wasserfall. Richtig, wir haben den Wasserfall wieder ausgelöst. Was willst du? Ich kann weiterarbeiten, weil der Wasserfall wieder da ist. Danke, Meister Mario. Ich hätte es mal lesen sollen. So, nochmal bitte. Ich kann weiterarbeiten, weil der Wasserfall wieder da ist. Danke, Meister Mario. Du kannst die Boote jederzeit benutzen. Gratis natürlich, aber ich habe keine Ruder leider. Du könntest deine Spritze als Antrieb benutzen, oder? Ach so, okay. Aber ich glaube, das will ich jetzt gar nicht. So. Hier waren nur ein paar Münzen drin. Aber man kann nicht zufällig da reinfliegen, oder? Nee, nee. Au, au. Ach, komm schon. Gerade konnte ich hier noch drin schwimmen, aber irgendwo, ach, man sieht es da, glaube ich, auch so leicht an den Ringen. Ja, ich glaube, die Boote brauche ich jetzt nicht. Ich muss schon irgendwie oben durch die Wand kommen. Yeah.
So, ich würde es jetzt nochmal probieren. Wenn ich nicht wieder mal den falschen Knopf drücken würde. Muss ein bisschen wassersparsam sein. Juhu! Ach Mario, komm schon. Warum? Warum machst du es an der Stelle nicht? Danke. Boah, ernsthaft? Okay, jetzt habe ich noch einen Lebenspunkt übrig. Das ist nicht viel. Nächste Wasserberührung gehe ich drauf. Hallo. Kannst du mal geradeaus Pipi machen? Danke. Ich weiß auch nicht, warum der Wandsprung nicht einfach immer geradeaus abprallt, ne? Wie es in jedem anderen Mario-Spiel auch ist. Man sieht schon wieder, er hat sich leicht nach vorne gearbeitet während der ganzen Aktion. Und ich habe mich in den Tod gearbeitet. Das Problem ist, ich weiß immer noch nicht so recht, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Aber nachdem wir jetzt ungefähr wissen, was wir tun müssen, versuchen wir das nochmal herauszufinden. Na, es geht echt schon wieder super los. So, Ausgangsposition. Arbeite dich durch die Labyrinthe. Es wäre einfacher, wenn Mario geradeaus Wandsprünge machen würde. Macht er aber in diesem Spiel nicht. Wenn er sich dann an die Wand auch zu weit nach hinten gearbeitet hat, dann macht er, glaube ich, auch hier nicht mehr den regulären Wandsprung. Ach, komm bitte. So. Okay. Jetzt sind wir auch diesmal mit ein bisschen Wasser hier. Ich glaube sogar so viel Wasser, dass wir es uns eben leisten können, mal dieses M hier wegzumachen. So, dann nächstes Labyrinth. Auch nur mit wenig Wasser aktivieren. So, ist es so gedacht? Ich hoffe es. Boah, ich hoffe, das geht jetzt nicht gleich zu. Genau in dem Moment, wo wir hier ganz oben sind. Das wäre echt übel. Ach du Scheiße. Hier ist wieder so ein großer Blooper auch. Oh, wie ging der denn nochmal? Ich glaube, man musste ihm erst die Arme ausreißen, ne? Ach, komm schon. Ich hätte festhalten müssen. Oh. Genau. Zack. Ein Arm ist weg. Okay, meistens kriegt man dann irgendwie noch einen ab. So. Einfach nehmen. Und den letzten. Das Ganze muss man, glaube ich, zweimal machen. Jetzt können wir ihn noch ein bisschen sauber machen im Gesicht. Gerne so, dass ich auch was sehe. Und dann nehmen wir den Korken. Komm. Zack, geh weg. Hau ab, Blooper. Und ich glaube, das ganze Spiel hier nochmal. Aber ich möchte, wenn es geht, nicht runterfallen. Oh nein, sowas nicht gedacht. Ich habe diesen Knopf überhaupt nicht gedrückt.
Ja, komm. Ja. Die kleinsten Teerdinger lassen mich schon rutschen da, ey. Ohne Witz. So. 2 von 4 ist doch ganz okay. 3 von 4 würde ich sagen. Wenn du so gierig nach mir schlägst, habe ich doch dein Ding direkt in der Hand. Aber das merkst du nicht, ne? Da bist du ein bisschen zu blöd für. Und dann müsste es das jetzt eigentlich gewesen sein. Ich glaube, man musste es nur 2-mal machen. Na, komm schon. Jawohl. Gut, und jetzt? Ich wollte gerade sagen, können wir hier durch? Und landen hoffentlich direkt auf der Insignie. Naja, nicht direkt. Aber schon nah dran. Ach, guck mal. Das wird so eine blaue Münze sein, wo ich mich hundertprozentig nicht dran erinnern werde, dass ich die geholt habe. Okay, bei allen diesen großen Dingern hier scheint das zu passieren. Naja, vielleicht erinnere ich mich doch dran. Wir werden sehen. Aber ich glaube, beim restlichen Zeugs hier... Naja, kommen normale Münzen raus. Egal. Zacki! Yahoo! Yahoo! Also fast 40, 39. Bei 40 hätten wir ein Drittel des Spiels, zumindest was die Sonnen angeht. Ich habe keine Ahnung, ob das letzte Drittel tendenziell eher langsamer oder schneller geht. Wir werden sehen. So, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit wirklich um ist. Wir schauen hier, glaube ich, nochmal kurz rein. Die Flasche der roten Münzen. Rote Münzen kann sehr schnell gehen. Es kann auch sehr lange dauern. Eureka, ich weiß, ja, jetzt weiß ich es. Was ich jetzt weiß? Ich weiß, warum das Wasser so verschmutzt ist. Logo, die Antwort bist du. Du musst auf den Grund des Meeres. Natürlich ist dir das momentan nicht möglich. Ich habe ein Areal, in dem du deine Fertigkeiten testen kannst. Ole, ole, ola, Flasch rein, yippie. Mit diesem Helm kannst du viel länger unter Wasser bleiben. Bewege dich mit dem Dreck weg und hole die roten Münzen. Aber übertreibe es nicht. Geht dir die Luft aus, schnapp dir die anderen Münzen, um Luft aufzufüllen. Kann es losgehen? Ich muss jetzt in diese Flasche, oder was? Ach du Scheiße. Und das ist jetzt Übungsparcours für das, was ich eigentlich tun muss, unterm Meeresgrund, oder wie? So, und wie hilft mir der Dreck weg dabei, wie er so schön sagte? Scheiße, das ist so ein bisschen... Also ich kann hier nicht regulär schwimmen. What the fuck, warum bin ich denn jetzt so abgegangen? Ich werde gerade irgendwie vom Fisch gefressen. Ich habe noch nicht so richtig raus, wie die Steuerung hier unter Wasser funktioniert. Manchmal geht er komischerweise ziemlich ab und manchmal auch wiederum nicht. Ach komm schon. Naja, dann holen wir erstmal das hier. Ja, wer hat sich das denn ausgedacht? 4. Null Kontrolle. Ich weiß echt nicht, wie das hier funktioniert. Ja. Naja, der Vorteil ist, man hat unendlich viel Wasser in seiner Düse, aber Steuerungschance gleich 0.
Okay. Ey, manchmal geht er echt ab wie Schmidts Katze. Und manchmal auch wiederum nicht. Und so kann man sich komischerweise auch relativ gut nach vorne bewegen. 6. So, wo ist noch eine? Hier. Aber ich habe dieses Steuerungsprinzip echt null verstanden bis jetzt. Nein. Oh. Nein, ich dachte, da hätte ich sie. Und man sieht auch nicht so richtig gut, wie hoch die eigentlich hängen. Komm, verpiss dich, ohne Witz. So, 7. Wo ist die 8? Da ist die 8. Relativ hoch. Wo ist sie da? Oh. Okay, jetzt muss ich nur noch diese Insignie rechtzeitig kriegen. Aber ich hoffe mal nach unten zu kommen und diese Insignie zu kriegen. Ist jetzt nicht so schwierig. So, ich glaube, wir fallen genau drauf. Jawohl. Ja, ich fürchte, da steht uns auch noch eine Tour auf dem Meeresgrund an. Vielleicht muss ich mir vorher noch mal ein, zwei Sachen zur Steuerung durchlesen. Weil das war ja irgendwie die Vollkatastrophe gewesen. Aber okay, wie es in diesem Level weitergeht, werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne. Thank you.